und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fran Bao. In der letzten Folge sind wir im zweiten Kapitel angelangt und zwar im ersten Teil davon. Wow, das ist ein echt großes Insekt und es grunzt tatsächlich, wie ich dachte. Oder ist es ein Schwein? Wie auch immer, es ist sehr komisch. Ja, in der Tat. Oh, wow. Du bist wirklich eine große Ameise. In der Tat. Wer ist da? Oh, entschuldige. Bist du real? Du fragst immer das Gleiche. Immer. Immer? Was meinst du mit immer? Natürlich bin ich real. Wo bist du hergekommen? Oh, ich bin aus der Nervenklinik geflohen. Aber bitte verrate es niemandem. Ich verrate es nicht. Keine Angst. Aber was tust du hier? Ich habe wirklich schlimme Dinge erlebt. Aber jetzt suche ich meine Katze. Eine Katze? Ja, eine schwarze Katze mit großen gelben Augen. Mr. Midnight. Oh, verstehe. Tut mir leid, Mädchen. Oh, du hast ihn also nicht gesehen? Es ist so, dass die Katze gefressen wurde. Gekaut und runtergeschluckt. Gefressen? Was meinst du damit? Die schwarze Katze, die auf mich zugerannt kam. Ich fange ihn. Ich gebe ihn meinem Käferschwein. Mein Käferschwein ist hungrig. Oh, mein armes Käferschwein hat seit Tagen nichts gegessen. Die Blaubeerenzeit ist vorbei und wir haben sie alle gegessen. Aufhören! Verstehst du nicht? Mr. Midnight ist alles, was ich habe. Alles ist falsch. Falsch! Oh, kleines Mädchen, nicht weinen. Ich kann für dich singen, wenn du magst. Nein, du bist ein Mörder. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, alleine zu sein. Doch, ich weiß es. Ich bin der letzte Überlebende. Lass mich dir helfen, ja? Wie könntest du mir überhaupt helfen? Die Verdauung ist nicht so schnell. Vielleicht lebt da noch ein Käferschwein. Sollte ich etwas tun? Das Käferschwein zum Erbrechen bringen vielleicht? Töte das Käferschwein. Er ist mein einziger Freund, aber ich brauche das Fleisch. Ich bin neugierig, ob mein Kätzchen noch da drin ist. Tu es. Du kannst das Käferschwein töten. Und ich, Antonio der Große, werde das Fleisch essen. Das ist voll gestört. Vor allem, weil da nichts ist, um das Schwein zu töten. Und ich will das irgendwie auch nicht. Ganz ehrlich, also irgendwie geht mir das ein bisschen zu weit. Aber gut. Oh, eine Axt. Können wir ja mitnehmen, um das Schwein zu töten. Alter. Wow, die schlimme Axt. Ich werde eine Kriegerin und Retterin der Dinge sein. Das ist sehr mutig von dir. Dass sie die über hochheben kann. Was für ein Vogel bist du? Du siehst aus wie eine Eule. Bist du eine? Deine Federn sind wunderschön. Was bist du? Eingang hier. Boah, ey, wie hier die ganzen Monster sind. Ein Brunnen. Ich könnte versuchen, ihn zu öffnen, um reinzusehen. Ich kann das nicht bewegen. Es klemmt. Also klar. Ich kann das nicht mit meinen bloßen Händen aufbrechen. Dann wollen wir erstmal hier raus. Bei der Eule. Sie sagt weiterhin erstmal nichts. Gut, dann machen wir mal erstmal weiter. Ich finde das schon hart. Und ziemlich eklig. Oh, ja. Aufwachen, das Schwein hält nicht still. Scheinbar hilft es nicht zu schreien und ihn zu drücken. Vielleicht sollte ich etwas Unauffälligeres probieren. Vielleicht kann ich mit ihm reden, wenn er... Ach nee, dann ist er ja weg, stimmt. Derp. Oh, da ist er jetzt. Oh, da hinten ist er... Oh, du Schwein, hast du meine Katze gefressen? Mr. Midnight? Warte, stirb nicht. Da ist ein kleines Putzichen, Igelchen. Voll süß. Das wird nichts. Das wird nichts. Dann würde ich sagen, möchte ich doch erstmal das hier mit dem Brunnen versuchen. Jawohl, ja. Wer hätte das gedacht? Hier drin ist kein Loch.
Alle meine Kräfte haben sich vereint, etwas Unnötiges zu tun. Es muss eine Bedeutung geben, sonst wäre das nicht hier. Geil. Oh, die Feder. Eine Feder. Ach so, alles Klärchen, Pärchen. Ich weiß Bescheid. Denn die Feder benutzen wir jetzt mit Antonio. Antonio, die Ameise. Kitzel, kitzel. Ah, die Gefahr ist groß, groß. Hey, aufwachen. Ich glaube, dem Käferschwein gefällt es gar nicht, getötet zu werden. Ja, verstehe. Aber das ist total normal, oder? Ja, aber was soll ich denn tun? Du musst ihm die besonderen Beeren geben. Die Blaubeeren, hm? Aber es gibt keine Beeren im Wald. Ich sollte dir das nicht sagen, aber ich habe die richtigen Verbindungen. Sie leben in meinem Haus. Sie haben Blaubeeren. Mein Haus ist in dieser Richtung. Sei vorsichtig. Oh, danke sehr. Ach so, jetzt können wir hier lang. Ach, cool. Lass mal gucken. Mr. Midnight! Nein! Mr. Midnight! Schau, Fred, ich bin in Gefahr. Mau! 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 Oh nein! Oh, ist das übel, ey. Das Kätzchen. Oh, wehe, es lebt nachher nicht mehr. Ein winzig kleines Haus. Hallo, ich bin Fran. Das sieht lecker aus, soll ich vielleicht? Vielleicht nicht. Nee, das lässt immer schön bleiben, meine Liebe. Da kommt kein Rauch aus dem Schornstein. Das muss der Haus der Ameise sein. Dann schauen wir mal rein. Hallo, ist jemand zu Hause? Sieht aus, als wäre eine Lampe an. Aber ich sehe niemanden. Hallo? Was klemmt? Die Macht der Zerstörung wird es niederreißen. Benutzen. Mit der Kraft von 2000 Männern. Ich habe die Tür kaputt gemacht. Ein Türgriff, um Probleme in den Griff zu kriegen. Nicht schlecht. Hallo? Das sieht voll gemütlich hier aus. Irgendwie so ein bisschen... Okay. Oh nein! Ein Babykiefernzapfen. Ich habe ihn umgeschmissen. Hey du! Du siehst böse aus. Die Familie ist sehr nett, Herr Kiefernzapfen. Deine. Wow, du bist sehr roh. Herr Kiefernzapfen, was kochst du? Keine Angst, ich will nur ein paar Beeren. Au! Das tut weh! Der wird es wahrscheinlich immer wieder machen. Mal gucken. Oh, das ist voll scheiße, ey! Dass man den dann direkt rumschmeißt, das will ich ja auch nicht. Gut, dann wollen wir uns mal umschauen. Vielleicht finden wir etwas hier, was uns hilft. Selbst wenn ich das Fleisch mitnehmen wollte, ich komme nicht ran. Was für eine gemütliche kleine Lampe. Jo, das finde ich auch. Ah! Es macht ihm schon nichts aus, wenn ich etwas Fleisch nehme. Mitnehme, okay. Wenn du das sagst, Fran. Ich fasse das nicht mehr an, Jo. Das ist aber lieb von dir. Das waren dann gewisse Kiefernzapfen, die das dann geklaut haben. Mal gucken, was im Bett ist. Ich wünschte, ich könnte mit meinem Kätzchen auf dem Bett schlafen. Ja, aber ich glaube, unter der Decke sind ganz viele Wesen. Käfer und so, die mein Gehirn essen wollen. Ja, dann gehen wir da besser nicht hin, wa? Das ist komisch. Ich dachte, Ameisen kochen kein Essen. Andererseits bin ich verwirrt und er ist keine Ameise. Er ist ein Mann, der wie eine Ameise aussieht, aber er muss eine sein. Ja, Fran, wollen wir mal gucken, was jetzt passiert. Wow. What the hell? Ich nehme diese Tasche nicht mit all den Ameisen drauf. Jawohl. Es hat geklappt, jetzt ist es meine Tasche. Geil. Aber, oh Gott, ein Kammerjäger und er ist tot.
Ist dann vielleicht der Ameisenmann das, was wir jetzt hier gerade tatsächlich sehen? Ne, wenn er jetzt so von... Ich glaube, sie haben versucht, ihre Tasche zu stehlen. Alter, ey. Ja, okay, komm. So, da wollen wir uns mal die Tasche angucken, untersuchen. Auf der Tasche ist ein Anti-Käfer-Zeichen. Hm, die Tasche ist offen. Benutzen. Aha. Eine Rattenfalle und eine Art Karte. Kammerjäger. Der Text ist fast verschwunden. Arm kleine Monster. Der Käfer sieht echt wütend aus. Ja, wäre ich aber auch, würde man mich jagen. Untersuchen. Eine Rattenfalle. Ich muss aufpassen, dass ich mir nichts einklemme. Okay, die können wir nachher natürlich bei der Ratte benutzen. Wollen wir mal gucken. Oder auch hier. Oh, das ist echt gemein. Oh, hab ich dich. Tut mir leid, aber ich brauche die Bären wirklich. Oh, jetzt haut die Mama mich. Böse Mama. Oh, was soll ich tun? Vielleicht den Jungen umschmeißen? Und währenddessen... Oh, das geht nicht. Ha, ich hab sie. Ha, sie riechen lecker. Nice. I did it. Okay, oh nein, sie haben die Tür verschlossen. Das hätte ich aber auch gemacht, Fran. Das war echt nicht lieb. Nee, das ist schon richtig. Haben wir hier noch irgendwas? Warte. Ein Teekessel? Was? Zeit für Tee? Ja, jetzt noch nicht. Die Fleischkönigin. Wow, Ameisenkönigin. Sowas habe ich noch nie gesehen. Die liegt da so drauf. Jetzt erkenne ich das. Herr Ameise muss sie lieben. Dreht sie wohl alles nur ums Fleisch. Okay. Ich sollte nichts für andere nehmen, aber ich will Superkleber haben. Cool. Der Craggle. Superkleber zum Superkleben. Falls ihr Dings kennt, die Lego-Movie, dann kennt ihr auch den Craggle. Im Übrigen sehr empfehlenswerter Film. Was ist das? Unterhosen? Sie riechen gut. Opa Seife. Heißt das, dass die große Ameise nackt war? Ja, das wäre möglich, Fran. Aber gut, dass wir nichts dergleichen gesehen haben. Dann würde ich sagen, wollen wir mal hier raus? Hallo. Okay. Was war das? Oder was ist das denn? So, ich rieche... ja, dann wollen wir mal. Boah, ich will das nicht tun, ne? Oh! Oh nein, das ist so süß! Toll. Was? Du bist nicht meine Katze! Oh Mann! Nicht ganz das, was wir geplant haben. Oh, kleine Dame, du hast mich vor schlimmen Dingen bewahrt. Aber das ist gut für dich. Aber ich wollte jemand anderen finden. Ich nehme an, dass du enttäuscht bist. Wen suchst du? Meine Katze. Meine süße Katze Mr. Midnight. Oh, kleine Dame, ich mag Katzen nicht sehr, weißt du? Eine Schwarze mit sehr großen gelben Augen wollte mich fangen. Wirklich? Du scheinst oft in Schwierigkeiten zu geraten. Warte, vielleicht ist er ja meine Katze. Oh, meine Dame, wenn er es ist, steckt er jetzt in Schwierigkeiten. Warum? Was ist passiert? Ich zeige es dir. Folge mir bitte. Es ist nicht weit von hier. Was ist denn? Hier sind wir. Jemand nahm ihn mit. Sie verschwanden einfach. Oh mein Gott, könntest du etwas genauer sein? Ich wünschte, ich könnte. Sah so aus, als wären sie vom Erdboden verschluckt. Wenn ich sonst noch was für dich tun kann, sag es einfach. Ich bin hier. Entschuldigung, hast du einen Kamm gestohlen? Oh, der Kamm. Der glänzende, schöne Kamm. Ja, voll am Putzen, voll süß. Kann ich ihn bitte haben? Na gut, aber kannst du vorher mein Haar kämmen? Ja, ich kann dir dein Haar kämmen. Oh, ist das süß. Juhu, voll fein. Danke, meine Dame. Du bist sehr nett. Aber natürlich.
kleines Feini. Irgendeine Idee, wie ich mein Kätzchen finden kann? Komm drauf an, kleine Dame. Hast du schon genug umgesehen? Was ist? Natürlich, aber scheinbar läuft alles, was ich mache, schief. Oh, meine liebe kleine Lady, ich wünschte, ich könnte dir helfen. Aber die deine Katze nahmen, sahen aus wie aus einer anderen Welt. Vielleicht hätten sie ein Portal, das sonst niemand sehen kann, wer weiß. Ein Portal? Was ist ein Portal? Ein Portal, kleine Dame, ist wie eine normale Tür, glaube ich. Verstehe. Danke, Ratte. Tschüss. Okay, also das heißt, wir können wahrscheinlich die Türklinke mit dem Dingstens benutzen. Ihr wisst schon, was ich meine. Mit dem Brunnen. Das Käferschwein ist jetzt tot. Danke. Jetzt essen wir. Ich werde nicht essen. Ich kann nicht. Nur damit du weißt, ein Käferschwein war keine Katze, nur eine Ratte. Eine Ratte? Oh, tut mir so leid. Meine Augen sind sehr alt, weißt du. Wobei die ziemlich groß war, die Ratte. Von da, vielleicht hätte ich sie dann auch ohne Brille mit einer Katze verwechselt. Ich habe auch Herzprobleme und einen schlimmen Rücken. Oh, damals war alles besser. Außerdem leide ich an Narkolepsie und manchmal... Gute Nacht. Narkolepsie ist ja das, wenn du immer einschläfst. Ja, das wünschte ich auch. Das finde ich richtig krass, ey. Aber es war leider notwendig. Untersuchen. Der glänzende Kamm, um alles schöner zu machen. Genau, dann benutzen wir jetzt den Kamm mit den mysteriösen Blättern. Hier ist euer wunderschöner Kamm. Ach du, Freund der Mensch, du hast es endlich geschafft. Hoffentlich öffnet der Schlüssel die richtige Tür. Jetzt fliegen wir nach Süden. Auf Wiedersehen. Oh, wunderschön. Tschüss, leuchtende Wesen. Gute Reise. Das war echt verrückt. Kann ich untersuchen? Ja. Der goldene Schlüssel aus dem... Aus dem Baum? Vom Baum wohl eher. Das war echt komisch. Die sahen irgendwie dem Dingsens zugehörig aus dem... Nein! Dieser komischen Fee zugehörig aus Ratte. Wer hat dir das angetan? Nein! Kann ich das Kerzchen benutzen? Mit Brunnen? Negativ. Kombinieren. Das klappt nicht, hä? Wer hätte das gedacht? Hier drin ist kein Loch. Okay. Das heißt, es ist leider doch nicht so simpel, wie ich es mir gedacht habe. Eingang ist hier. Hier ist ja einiges kaputt. Kann ich vielleicht den Superglue da... Den Superglue? Das kann ich nicht tun. Was wäre das nicht hier? Ja. Habe ich erstmal nichts weiter. Mal gucken, was die Ratte vielleicht noch sagt. Hoppala. Irgendeine Idee, wie ich mein Kätzchen finden? Ach so, hast dich schon genug um. Vielleicht kennst du die Person, die meine Katze mitgenommen hat? Oh, meine liebe kleine Lady, ich wünschte, ich könnte helfen. Aber die deine Katze nahm, sahen aus wie... Genau, das hatten wir ja schon. Okay, tschüss. Also hier sind wir scheinbar noch nicht richtig. Der schläft wahrscheinlich wieder. Gut für ihn, gute Nacht. Ich gehe nochmal zurück. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Aber ich glaube nicht. Hier ist ja sonst nichts weiter. Ich muss sagen, ich finde das so schön hier. Das sieht ja einfach so schön. So schön bilderbuchmäßig einfach aus. Deshalb. Ich weiß, es ist so. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt die schönste Geschichte ist, aber hey. Ja, aber du könntest es ja natürlich nochmal nehmen. Aber das will sie scheinbar nicht. Pinsel will sie auch nicht. Okay. Dann würde ich vielleicht vorschlagen, nochmal hier zu gucken. Dann sind die nämlich weg. Aber dann komme ich... Genau, stimmt. Dann komme ich ja wieder in die Richtung. Aber das ist nicht das, was ich möchte. Hier ist nichts. Ob ich vielleicht hier nochmal was finde.
Da komme ich natürlich jetzt schon mal nicht zurück. Nee. Die Geschichte, die keinen Sinn ergab. Nee. Ist was mit dem Pass? Nee. Wohl nicht. Och Mann, nee, das ist immer so ein kleines bisschen Herzzerbrechen, wenn sie dann so... Oh, dann doch nicht. Oh. Vielleicht mit der Ratte? Nee, apparently not. Guck mal, vielleicht sagt sie nochmal was. Ja, deshalb, das ist eigentlich mein Hinweis schlechthin, glaube ich. Dass ich, in die andere Welt muss. Wahrscheinlich übersehe ich einfach noch was. Oh, wisst ihr, was ich mich frage? Ah, nee, dann kann man ja nur dort wieder hin. Wobei, ich will doch noch mal kurz weiter zum Haus. Ach, dann ist hier zu. Das ist natürlich... Wow. Ja, das ist wirklich ein großer Ameisenhügel. Ja, das stimmt. Nee. Ich glaube, das könnte dezent schmerzhaft werden. Da ist scheinbar nichts. Okay, also ich bin mir absolut sicher, dass ich auf jeden Fall in der Alternativen was finden muss, was hoffentlich hilfreich ist. Wobei ich ja mich frage, ich kriege, glaube ich, das nicht, ne? Das wäre halt gut gewesen, vielleicht nochmal die Axt. Na gut, Leute, dann würde ich sagen, war es heute mit Let's Play Frambau. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann werden wir versuchen, das Portal hier zu öffnen. Kann ich das hier irgendwie noch kombinieren? Okay. Ich habe noch keine Ahnung, was dies zu bedeuten hat, aber wir werden es sehen in der nächsten Folge. Also bis dann.